Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 7. Ausgabe unserer Ringvorlesung mit dem Oberthema Meinen Glauben Wissen. Mein Name ist Dr. Inga Maria Eichentopf. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kompetenz, Kommunikation und Sprachen der Hochschule Mittweida und werde den heutigen Abend moderieren. Unsere Veranstaltung wird wieder so ablaufen, dass wir den Vortrag unseres Gastes erst anhören und dann in eine etwa 10-minütige Pause gehen und im Anschluss zur Diskussion zur Fragerunde in Zoom wechseln. Aber gleich zur wichtigsten Frage. Um was soll es heute Abend gehen? Es geht um nichts Geringeres als um die Evolution. Also um die Veränderung der Veränderung der vererbbaren Merkmale von Lebewesen und anderer organischer Strukturen über eine lange Zeitskala hinweg. Damit verbunden ist auch das Faszinosum der Entstehung des Bewusstseins aus einem Haufen von Molekülen, die in ihrer Kombination sehr begrenzt erscheinen. Und trotzdem kann aus dieser Begrenztheit auf nahezu magische Weise etwas entstehen, das die Fähigkeit besitzt, etwas meinen, wissen oder glauben zu können. Aber auch andere Lebewesen und sich selbst zu täuschen, liegt damit im Bereich des Möglichen. Und so nimmt uns unser heutiger Redner mit in die anscheinend undurchsichtige und wunderbare Welt, in den undurchsichtigen und wunderbaren Kaninchenbau sozusagen der Biologie. Denn wie es in Alice im Wunderland geschrieben steht, wer dem weißen Kaninchen folgt, sieht das Wunderland der Wirklichkeit mit neuen Augen. Und damit begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast, Professor Dr. Robbe Vinciers. Er ist promovierter Pflanzenphysiologe und habilitierter Genetiker und forscht und lehrt als Professor für Biochemie und Molekularbiologie an der Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften an der Hochschule Mittweida. Er ist außerdem Autor zahlreicher didaktischer und populärwissenschaftlicher Beiträge und Lehrbücher, wie beispielsweise des 2019 erschienenen Generation Genschere. Sein neuestes Buch Genetik und Gentechnik für Dummies wird im Herbst diesen Jahres veröffentlicht. Professor Vinciers, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und damit übergebe ich Ihnen das Wort und wünsche uns allen eine gute Reise ins Wunderland der Biologie. Ja, herzlichen Dank, Inga, für die Einführung. Sehr schön, dass das Wort Magie gefallen ist, und das magische Entstehen von Bewusstsein. Ich werde sicherlich ein bisschen dieser Magie vielleicht entzaubern heute, aber ich denke, trotzdem ist immer noch genügend Wunderbares auch dabei. Ich möchte mal beginnen damit zu zeigen, worüber ich nicht reden werde. Weil das Erste, was einem vielleicht einfallen kann, wenn man das Wort Biologie erstmal erkannt hat und auseinanderzieht, und dann hat man die Biologie und dann hat man die Lüge. Und ja, eine Lüge kann jetzt ein Insekt lügen, vermutlich nicht, aber es kann ja täuschen, zumindest schon mal. Das dürfen wir so einem Tier durchaus zugestehen. Und dann haben wir auch zum Beispiel hier unten die Schwebfliege, ja, die uns also vortäuscht, dass sie eine Wespe wäre und schwer gefährlich. Ich habe mal hier im Urlaub ein Bild gemacht, wo man eigentlich nichts sieht. Und wenn man dieses Nichts hier aus dem Gewirr herausholt, dann habe ich das hier auf meinen Sonnenhut gesetzt, dann ist es eine Stabheuschrecke. Also wir haben hier Mimikrie und Mimese, um die Umwelt zu täuschen, um nicht gefressen zu werden und nicht angegriffen zu werden. Vielleicht hat auch der ein oder andere, der nicht den grünen Daumen hat, wenigstens so ein paar Kakteen oder zum Beispiel hier diese lebenden Steine. Also auch in der Pflanzenwelt gibt es so etwas, die Mimese, das heißt, dass man sich an die Umwelt anpasst, unsichtbar erscheint, sodass also diese super fruchtigen Blätter dann nicht gefressen werden. Darüber möchte ich also eher nicht reden. Worüber möchte ich reden? Ich habe versucht, also erstmal vielleicht sollte ich sagen, auf diese Vorlesung konnte ich mich ja 1,5 Jahre vorbereiten. Ne? Also und innerhalb von 1,5 Jahren, weil letztes Jahr ist die ausgefallen, hat sich das verschoben um ein Jahr, das Thema stand aber ja schon irgendwie und dann sammelt man so ein. Naja, und so haben sich bei mir jetzt drei rote Fäden ergeben. Und diese drei roten Fäden, die jetzt hier aufgespannt sind, da werde ich also etwas zu erzählen. Und da wird etwas Persönliches mit dabei sein. Also, wenn man schon mal über Lügen redet, kann man ja vielleicht auch mal über eigene Begegnungen, über Lüge und Wissenschaft reden. Und ich werde auch mal sagen, darum gucke ich hier oben so erstaunt, wo ich selbst auch lüge oder gerne gelogen hätte, sagen wir mal besser so. Natürlich werde ich das Rätsel der roten Königin auflösen. Jetzt sage ich schon, die rote Königin ist natürlich die schwarze Königin, das klären wir noch.
Und ich werde auch noch aufdecken, was es mit diesem Arzneimittel hier zu tun hat. Aber bevor ich in diese drei Stränge eintauche, möchte ich eigentlich was anderes machen. Erstmal möchte ich nochmal Werbung machen, nicht nur für die Ringvorlesung insgesamt, sondern insbesondere auch für den Vortrag von Isolde Heinze und Guido Mehltkopp, die sehr schön eine Einführung in wissenschaftliches Arbeiten gegeben haben. Und alle Studenten würde ich also nochmal ans Herz legen, wenn sie das nicht gesehen haben, schauen sie sich das mal an. Ich fand das wirklich sehr schön. Sehr schön auch nochmal zusammengefasst, was Glauben, mein Wissen eigentlich bedeutet. Sehr schön zusammengefasst, Transparenz in der Wissenschaft, wie wichtig die ist, dass Daten verfügbar sind und analysierbar sind. Und dann kommen wir, und das sind zwei Aspekte, die ich vielleicht jetzt mit hinzufüge, dazu, wie interpretiere ich Daten und ist eine Datenquelle auch glaubwürdig? Also die Glaubwürdigkeit spielt natürlich eine ganz große Rolle und deswegen auch der Begriff der Biologie. Also ich kann natürlich als Lebewesen lügen und als Mensch natürlich auch. Und ich kann also dann auch meine Glaubwürdigkeit vielleicht verlieren und ich kann auch bewusst fehlinterpretieren. Also das sind so Dinge, wo ich fragen möchte, wo kommt das eigentlich her, ja, dass Lebewesen täuschen? Ich behaupte, um das schon mal vorwegzunehmen, dass es etwas Intrinsisches ist in einem biologischen System. Es geht gar nicht ohne. Und dann frage ich auch und werde ein bisschen schauen, weshalb ist das eigentlich beim Menschen so? Weil das ist ja nochmal so ein spezielles Tier. Ne? Gut. Bevor ich aber eintauche, werde ich gleich den roten Faden reißen lassen und eine wichtige Frage aus meinem Abstract aufgreifen, wo ich gleich am Anfang schreibe, Evolution, alles Lüge. Ja? Das ist natürlich harter Tobak, das so zu behaupten als Biologe. Und ich würde mal sagen, wenn das meine Lebensmaxime wäre, diese Behauptung, Evolution, alles Lüge, hätte ich wahrscheinlich keine Professur bekommen. Auf jeden Fall hätte ich mich nicht in Genetik habilitieren können. Das ist for sure. Gut. Ist jetzt alles Lüge? Ich will mal auf interessante Aspekte kurz eingehen. Wir haben den Lamarckismus und wir haben den Darwinismus. Zwei Dinge, die man lernt. Darwin, Mutation und Selektion. Lamarck, Weitergabe erworbener Eigenschaften in die nächste Generation. Das war ein Wissenschaftlerstreit, das war ein Ideologiestreit, es war fast ein Politikum. Wer hat denn nun Recht von den beiden? Ja, und wenn wir in die heutige Zeit gucken, wenden sich immer mehr Genetiker auch den Lamarckismus zu, beziehungsweise sagen, naja, er hatte ja auch Recht, weil die Epigenetik, ein bestimmter Teilbereich der Genetik, der jetzt aufpoppt, zeigt uns, dass auch zu Lebzeiten erworbene Eigenschaften vererbt werden können. Ja, also das heißt, es ist auch immer eine Frage des Zeitgeistes und auch des Wissensstandes, wie bestimmte Hypothesen betrachtet werden. Als zweiten Aspekt möchte ich sagen, Mendel und Galton und Fischer. Also Mendel hat ja mit den Erbsen geforscht. Wir kennen die Mendelschen Regeln, lernen sie in der Schule. Das ist ja auch alles super einfach und super schön. Wir hören weniger von Galton, der sich mehr mit quantitativen Merkmalen beschäftigt hat, also zum Beispiel Körpergröße. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach, damit wie mit den Mendelschen Regeln umzugehen. Und dann gab es den Roland Fischer, einen Mathematiker am Ende, der eigentlich quantitative Genetik geschaffen hat, also ein neues Feld, was diese beiden Richtungen vereint hat. Das heißt also, Mendel wusste nichts von Galton, Galton nichts von Mendel. Beide haben sie irgendwie versucht, sich ein Bild zu machen, wie Vererbung funktioniert. Beide hatten sie irgendwie recht. Der eine hat aber einen Spezialfall angeguckt, der andere sich einen anderen Spezialfall. Und dann muss das irgendwie vereinigt werden. Und da bedarf es viel Zeit und kluger Köpfe. Das erinnert mich so ein bisschen an die Physik, die ja nun nicht mein Fachgebiet ist. Eher deins, Inga. Da gibt es meines Wissens noch keine Lösung, da noch keine Fusionstheorie, wo beides vereinigt ist. Vielleicht liege ich da auch falsch, bin da natürlich nicht so belesen in dem Bereich. Aber Sie sehen, und das ist eigentlich das, was ich zeigen will, dass es zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es gibt, zu wissenschaftlichen Fakten, die dazu führen, dass man Hypothesen bildet, dass diese Hypothesen umstritten sind, dass sie versucht werden zu belegen und zu widerlegen, das ist wissenschaftliches Arbeiten. Es ist also ein ständiger Kampf um das Ringen, um das Verstehen, wie eigentlich die Lebewelt funktioniert. Und immer spielen irgendwelche bösen Geister mit rein, vielleicht meinst du auch gar nicht böse. Ich will mal Lysenko mit reinnehmen, ein Genetiker, der im Prinzip den Lamarckismus zu einem Politikum gemacht hat, so dass Stalin den Lysenkoismus
praktisch etabliert hat und sagt, sowas wie Darwin gibt es gar nicht. Nein, wenn ich einen guten Soldaten habe, dann werden daraus auch wieder gute Soldaten. Also es passte sehr gut in die politische Welt. Und in dem Moment, wo ein Biologe politisch wird, dann ist die Lüge immer nicht so ganz weit weg. Mendel, Golden gilt als Begründer der Eugenik. Auch die Eugenik wurde zur NS-Zeit absolut überinterpretiert, falsch interpretiert und Grausiges ist daraus gewachsen. Ja, das zeigt uns also auch immer, wir haben hier biologische Fakten, mit denen man umgehen muss. Was entsteht daraus? Darüber müssen wir dann nachdenken. Wir haben ja jetzt auch ganz frisch die Änderung des Textes im Grundgesetz zum Begriff Rasse. Also Sie sehen, da ist ständige Dynamik drin. Gut, bei Welle und Teilchen weiß ich es jetzt wieder nicht. Vielleicht hat Star Wars das fehlinterpretiert, vielleicht auch nicht. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind über irgendwelche Echsenmenschen oder komischen Wesen. Will ich auch gar nicht übersprechen. Könnte mal eine eigene Vorlesung sein, Intelligent Design und so weiter. Ja, also ein spannendes Feld. Das mal so zum Thema Evolution. Jetzt will ich meine Stränge aufnehmen. Ich will mal anfangen mit einem Teil des privaten Strangs. Da habe ich hier mal ein Bild von mir als Student, wo ich gebannt erwarte, dass im Chemiepraktikum ein Kristall entsteht. Ja, sieht vielleicht ein bisschen gelangweilt aus. In Wirklichkeit bin ich da also in höchster Erwartung, was da passiert in diesem Reagenzglas. Ist mir letztens unter die Finger gekommen, das Bild. Wunderbar. Hier sehen Sie meinen Doktorvater, auf der linken Seite Horst Sänger und auf der rechten Seite der Laborleiter, in dem ich mein Diplom gemacht habe und auch promoviert habe. Und das sind ja so die wissenschaftlichen Köpfe, heißt ja nicht umsonst Doktorvater, natürlich nicht der biologische Vater, aber eben ein Ziehvater und da lernt man auch eine ganze Menge. Und was habe ich da gelernt? Die beiden, also der Horst Sänger, der gerade links war, und der Dieter Dörnemann, die haben eine sensationelle Veröffentlichung gehabt, 1981, nämlich über ein neues Chlorophyll. Chlorophyll, der grüne Blattfarbstoff, den kennen Sie. Und die haben ein neues gefunden, ein neues Chlorophyll, das nämlich, und das sehen wir hier unten, ein Chloratom hat. Ja? Da haben wir also ein Chloratom an dem Chlorophyll dran. Das war sensationell neu. Da war die Frage, Mensch, wofür ist denn das gut und was macht denn das und wie entsteht denn das und wie wird das synthetisiert und. Tja, und dann mussten sie dann feststellen, dass das Ganze ein Artefakt war. Ja? Sie haben also, könnte man jetzt bösartig sagen, gelogen, könnte vielleicht weniger bösartig sagen, schlampig gearbeitet. Man könnte anerkennend sagen, erkannt, dass das falsch gelaufen ist und das dann eben auch veröffentlicht und dazu gestanden, ja, da ist uns ein Fehler unterlaufen und das ist die Korrektur dieses Fehlers. Und das ist eine ganz wichtige Komponente des wissenschaftlichen Arbeitens und eine Dynamik, die einfach dem wissenschaftlichen Arbeiten inhärent ist. Ja, dass man auch seine eigenen Dinge, die einem natürlich immer sehr am Herzen liegen, trotzdem immer noch hinterfragt. Das hier ist auf der linken Seite meine Diplomarbeit, auf der rechten Seite mein Laborarbeitsplatz zu Diplomzeiten. Manchmal war es auch ein bisschen aufgeräumter. Und in meiner Diplomarbeit ging es um ein Enzym, ja, das heißt Hydrogenase. Und das Enzym kommt aus einer Alge. Und da habe ich also gezeigt, dass die Werte, die ich da so habe, zeigen deutlich, dass da also Nickel und Eisen in dem Enzym ist. Und ein weiterer Hinweis dafür, dass es sich bei diesen Enzymen um ein Nickel-Eisen-Enzym handelt. Ja, Sie sehen schon in der Ausdrucksweise eine gewisse Vorsicht, also nicht so. Also zeigen deutlich ist natürlich schon ein kräftiges Statement, ne? Das ist schon signifikant. Aber es gibt ja immer Ausnahmen und man kann immer Fehler machen und man weiß es nicht so genau. Und das war ein umstrittenes Ergebnis. Und auch ich habe dann in einer Publikation geschrieben, da ging es gar nicht im Kern darum, ob Nickel oder Eisen, aber ich habe dieses Enzym Nickel-Eisen-Enzym genannt. Also was heißt, ich gehe davon aus, dass da Nickel und Eisen drin ist. Auch das umstritten und habe später festgestellt, ja, so richtig den Beweis, dass es Nickel-Eisen ist, konnte ich dann eigentlich doch nicht erbringen. Und das hat mir dann die Molekularbiologie gezeigt, die Genetik, dass wir über die Genetik zeigen konnten, es gibt eben dann doch eine Eisenhydrogenase in dem Organismus und eine Nickel-Eisen konnten wir nicht nachweisen, zumindest molekularbiologisch nicht. Und also auch da, eigentlich schon im Laufe meiner Diplomarbeit, kam diese für mich total normale Arbeiten auf, dass ich meine eigenen Sachen hinterfragen muss und dass ich eigentlich das geschrieben habe vor einem halben Jahr, was ich heute nicht mehr schreiben würde. Habe ich deswegen gelogen? Nein, ich bin einfach nur durch meine Experimente eines Besseren belehrt worden. Ein letztes Beispiel. Ich habe einige Kapitel zu diesem
Buch, ja, Atlas ist das richtige Wort, Atlas für Biochemie und Molekularbiologie beigetragen und habe, da geht es um Stoffwechselwege. Und hier sehen wir, das kennen Sie alle, bloß, also hier haben wir Traubenzucker, ne, Glucose, und hier haben wir Fruchtzucker, Fructose. Und dann sind hier so Pfeile, die das miteinander verbinden. Und dann habe ich hier markiert mal ein Enzym, das also aus der Fructose eine Glucose machen kann. Und dann habe ich auf einmal eine E-Mail bekommen von einem Firmenchef, der geschrieben hat, das ist ja entsetzlich, was Sie da in diesem Buch geschrieben haben. Ich habe da eine Patentanmeldung, die wird abgelehnt, weil das gibt es doch gar nicht, dass das Fructose in Glucose und in die andere Richtung, das wird doch im Organismus entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung, aber doch nicht gleichzeitig. Was machen Sie denn da? Ja, so, ja, wie gehe ich denn damit um? Dann ist es eine Frage des, ich sag mal salopp, des Jargons in der Wissenschaft. Etwas so zu zeichnen, ist vollkommen in Ordnung, weil das Potenzial da ist in den Stoffwechselwegen, dass eine Umwandlung von Fructose in Glucose und umgekehrt stattfinden kann. Das heißt aber nicht, dass alle Organismen das können. Und da muss man dann wieder gucken, wo hat er denn da seine Patentanmeldung und. Ja, und dann haben wir das also freundlich geklärt. Ich habe dann einen schönen Brief geschrieben, wie dann jetzt die Lage tatsächlich ist. Und dann hat er sein Patent auch angemeldet bekommen. Aber was lernen wir daraus? Das ist auch eine Frage. Komme ich aus dem Bereich und verstehe ich die Semantik in diesem Bereich? Also verstehe ich die Zeichen, die da verwendet werden? Kann ich die richtig interpretieren? Oder liege ich da falsch? Und da muss man sich eben unterhalten. Kommunikation ist unglaublich wichtig. Ja, genau. Also da habe ich dann ein Brieflein geschrieben. Gut, das mal ein kleiner persönlicher Aspekt. Ich mache jetzt wechsle jetzt den roten Faden in einen anderen Bereich und möchte zu einem anderen Aspekt eingehen, auf einen anderen Aspekt eingehen, den ich auch in meinem Abstract ja habe. Wie kann denn Bewusstsein überhaupt entstehen? Wie kann es denn entstehen, dass es überhaupt Lebewesen gibt, die sich bemühen zu lügen, die sich daraus was versprechen? Also ich will jetzt nicht eine philosophische Vorlesung über das Bewusstsein halten, aber wie entsteht sowas? Wie kann man sich das vorstellen? Und das ist jetzt keine Bösartigkeit, dass ich jetzt hier so ein homöopathisches Arzneimittel verwendet habe. Ich habe das einfach deswegen verwendet, weil es wunderbar ist. Da steht nämlich auf der Verpackung drauf, was drin ist, nämlich Bacillus subtilis. So, Bacillus subtilis, das ist ein Bakterium. Ja? So. Und die Frage ist also, Bewusstsein aus einem Haufen Moleküle entstehen. Ein Haufen Moleküle, das ist für mich ein Bakterium. Ja, da habe ich viele Moleküle. Das heißt also, wenn ich einen Haufen Moleküle habe, habe jetzt mal hier einen aufgemalt und nehme irgendwie eine Hülle, so einen Membransack, packe ich einen Trichter drauf, Moleküle rein, was bekomme ich dann? Bacillus subtilis. So. Ja, da habe ich also einen einfachen Organismus. Jetzt habe ich die Frage, hat der jetzt schon ein Bewusstsein? Ich glaube, die Frage können wir eindeutig mit Nein beantworten, aber können es natürlich trotzdem fragen, was kann denn so ein kleines, simples Organismischen, was aus einem Zelltyp besteht? Ja? Das kann eine ganze Menge. Es kann zum Beispiel etwas, was wir jetzt gerade nicht dürfen, nämlich reisen. Ja? Also reisen ist jetzt übertrieben, kann also migrieren. Also wandern, es kann Biofilme bilden, also das heißt, es kann sich miteinander vernetzen und bildet dann so ein schleimiges irgendwas, das nennen wir dann Biofilm. Es kann Enzyme in die Umwelt ausgeben, also wir sehen jetzt hier praktisch so Agarplatten, wo die Bakterien drauf sind. Es kann aus der Umwelt, es kann da Enzyme hineinsetzen, dass da was abgebaut wird, sodass es was zu futtern bekommt. Und es kann ausschwärmen. Das heißt also, wenn ich in die Mitte hier einen Tropfen mit diesem Bakterium setze, kann es ausschwärmen und diese Platte komplett sich auf der Platte verteilen und das entweder als Schwarm oder mit einem anderen Mechanismus so gleiten. Und das kann man auch dann wirklich mit dem Auge sehen, die Unterschiede. Ja. Wir sehen also jetzt hier nicht einzelne Bakterien, sondern es sind Milliarden von Bakterien, das ist also hier wirklich Prinzip ja, Petri-Größe, also Handtellergröße. Also so ein Bakterium, so ein Bacillus subtilis, der kann schon eine ganze Menge was. Und der ist natürlich auch gut untersucht. Und dann gibt es etwas, und ich meine, ich bin ja fast froh, dass ich jetzt hier in meinem Dachboden stehe und nicht im Hörsaal bei der sozialen Arbeit. Dieses Bakterium hat also ein soziales Verhalten. Ja? Haben wir hier also so ein Review. Social Behavior bei Bacillus subtilis, ne? Also Sozialverhalten. Und was kann es denn alles Tolles Soziales? Es kann also Quorum Sensing, also es kann feststellen, wie viele sind da um mich herum. Ne? Das kennen wir so aus
bestimmten Sitzungen ist das Quorum erreicht, sind wir abstimmungsfähig. Ne? Das ist also das Quorum, sind genügend da, das können die Bakterien also auch schon. Was wir im Fakultätsrat nicht immer hinkriegen, können die Bakterien allemal. Sie können unterscheiden zwischen Verwandten, ja, und also sind das genetische Partner oder nicht. Und noch mehr. Das kann Bacillus subtilis als einzelnes Bakterium. Und das ist ganz interessant, dass es das kann und auch ganz wichtig. Und wenn wir jetzt hier nochmal gucken, hier sind nochmal die verschiedenen Fortbewegungsarten dargestellt, wie Bakterien sich fortbewegen können. Hier oben haben wir das Swarming. Das heißt, die Bacillus subtilis hat so Flagellen, also das sind Flagellen halt. Und damit kann es auf der Oberfläche gleiten. Und um das zu tun, braucht es eine Substanz, so eine Art Gleitmittel, ja, auf der Oberfläche, um die Oberflächenspannung zu erniedrigen. Das nennt sich Surfaktin. Und dieses Surfaktin, das ist übrigens auch gleichzeitig das, was dann im Mittel wirkt, weil Surfaktin wirkt als Medikament und wird auch im Pflanzenschutz eingesetzt und so weiter. Es ist ein kompliziertes Molekül. Sehen wir hier, kompliziertes Molekül. Und ich habe jetzt hier mal markiert, was blau ist, das sind Stickstoffatome in diesem Surfaktin. Ja? Und Stickstoff, das ist etwas, das muss man sich merken, in der Biologie, Stickstoff ist teuer. Ja? Stickstoff hat man nicht mal eben so. Kohlenstoff gibt es überall, CO2, Atmosphäre ist voll davon. Stickstoff ist schwierig zu erhalten. Wenn Sie Dünger kaufen für Ihre Pflanzen, Dünger ist teuer. Ja? Und so ist es auch für den Organismus. Stickstoff einmal irgendwie in der Zelle zu haben, das gibt man ungern wieder her. Aber dieses Surfaktin wird ja von den Bakterien ausgeschieden. Ne? Also es wird ja, ist dann hier auf der Oberfläche, ist also dann wirklich weg. So, also das gibt die Zelle ab. So, das heißt also, die Zellen bilden Surfaktin. Jetzt sehen wir hier die Zellen. Die eine bildet jetzt Surfaktin und die andere ist daneben, guckt sich das so an. Und dann denkt sich die eine Zelle, warum macht denn der eigentlich kein Surfaktin? Und die andere Zelle, ist ja schön, dass der was macht, dann kann ich ja richtig, Trittbrettfahrer, kann er sozusagen mitgleiten, ohne dass er Stickstoff dafür investieren muss. Also ohne Investment einfach mal mitmachen. So, und dann ist das ja im Prinzip schon, wenn man jetzt mal so ein bisschen das vermenschlicht, ne, kann man sagen, ist das so ein Cheater. Ne? Also das ist so ein kleiner Lügner, so ein kleiner Betrüger, der sich da auf Kosten von anderen dann mitbewegt. Ein Mitschwimmer, könnte man fast sagen. So. Wie funktioniert das? Wir nehmen ruhig mal ein bisschen was in die Zelle jetzt mal reingucken, weil das schon ganz spannend ist. Dieses Surfaktin ist jetzt erstmal uninteressant, das würde hier unten irgendwie synthetisiert werden. Aber wie kommunizieren denn die beiden? Wie erkennt denn das eine Bakterium überhaupt, dass da andere Bakterien sind? Und das ist dieses Quorum-Sensing. Das heißt, da werden also bestimmte Moleküle gebildet. Das ist jetzt hier diese blaue Kugel, die nennt sich COMX, ja, von Communication. Und dann COMQ ist so eine Membranpore, da wird das also, kann das in die Umwelt ausgeschieden werden. Ja? Und das passiert dann auch, das heißt also, die Bakterien geben dieses Pheromon, das ist ein Begriff, den man ja aus der Insektenwelt kennt. Im Prinzip ist das hier, wird das auch Pheromon genannt, also eine chemische Kommunikationssubstanz, wird also abgegeben, verteilt sich und wenn davon eine bestimmte Dichte erzeugt ist, kann das aufgenommen werden von einem Rezeptor, ja, in der Zelle und der Rezeptor wirkt dann auf die DNA und bewirkt, dass da Gene aktiv werden, dass Enzyme entstehen, dass am Ende so eine Synthese von diesem Surfaktin stattfindet. Ne? Wenn also jetzt die Zellen sich vermehren, es immer mehr werden, das heißt, aus der Umgebung nicht mehr so gut Nährstoffe aufgenommen werden können, dann ist es Zeit zu migrieren, ja? Also sich auf den Weg zu machen. Die Dichte an Molekülen steigt an, es docken diese Rezeptormoleküle, diese Pheromone praktisch an, es wird angeregt, die Synthese und es entsteht das Surfaktin, also das Gleitmittel, damit sie dann auch migrieren können, wandern können. Ja, das ist so der Weg. So, und der Nachbar, der guckt sich das hier an, und also hier der rechte Nachbar, und irgendwann wird er dann auch migrieren. So, jetzt habe ich die Situation, dass gerade mein Pointer nicht mehr funktioniert, ist auch gut. Ja, und dann, wenn der dann auch migriert, bildet der eben auch das Surfaktin. Jetzt mal gucken, Pointer, no Pointer. Maus, ich hoffe, man sieht meine Maus. Ich arbeite jetzt mit der Maus weiter. Danke. Jetzt haben wir also zwei, jetzt haben wir folgenden Fall. Der eine macht jetzt diesen Pheromon, das blaue. Und hier nebenan haben wir jetzt eine Zelle, die macht jetzt ein grünes Pheromon, also ein anderes Molekül. Ja, das heißt,
der spricht jetzt auf einmal eine andere Sprache, einen anderen Dialekt und reagiert praktisch nicht darauf. Das wäre jetzt so ein Mitläufer, ja, der also eine andere Sprache spricht. Er reagiert gar nicht auf das blaue Molekül, er reagiert nur auf grüne Moleküle, die jetzt aber nur von ihm selbst auch gebildet werden. Da passiert nicht viel, Konzentration ist zu gering, also auch keine Aktivierung der Synthese. Also freut er sich und gleitet mit dem Ferrotyp, wie wir ihn dann nennen, Pheromon, Ferrotyp, mit dem Ferrotyp A ab. Gleitet also mit ihm mit. Das heißt, das ist so der, simplifiziert natürlich der Mechanismus, wie die miteinander kommunizieren können oder eben auch nicht können oder einfach eben auch weghören können. Ne? Das ist faszinierend, dass wir das bei den Bakterien schon haben und dass wir eben solche Cheater haben, die dann auf Kosten der anderen sich vorwärts bewegen. Ja? Und wenn man dann jetzt genau guckt, ich will Ihnen einfach mal diese Bilder zeigen, wo es jetzt darum geht, dass sie sich voneinander unterscheiden können. Also hier sehen wir zum Beispiel den Ferrotyp A zweimal. Eine Kultur wurde hier eingesetzt, ein Tröpfchen und ein Tröpfchen da. Und jetzt leiden die, ja, und fusionieren miteinander. Dann gibt es einen, der eine andere Sprache spricht. Und der, der die andere Sprache spricht, der wird abgegrenzt. Ja, der darf nicht mit denen spielen. Ferrotyp A darf nicht mit Ferrotyp B spielen. Das heißt also, es wird tatsächlich auch erkannt, es gibt also einen Sicherheitsmechanismus, sodass der, was wir gerade gesehen haben, ich gehe nochmal ein Slide zurück, dass wenn wir da jetzt einen haben, der die andere Sprache spricht, ja, zurück wollte ich gehen, dass der dann doch nicht mitgleiten darf, ja, wird also abgegrenzt. Und das sehen wir wirklich dann auf einer Petrischale, kann man das also sichtbar machen, diese Abgrenzung dieser Ferrotypen, die nicht gemeinsam einhergehen. Und das ist natürlich ganz spannend. Weil die Schlüsse, die wir daraus ziehen kann, habe ich mal hier aufgelistet. Also wir haben kooperative Systeme. Kooperation in diesem Fall möglichst wenig von diesem teuren Molekül, von diesem teuren Gleitmittel abgeben, um zu migrieren, aber trotzdem gemeinsam dann zu migrieren. Also das heißt, dass alle das irgendwie ein bisschen dazugeben und dann reicht es aus. Das ist also ein kooperatives System. Kooperative Systeme in der Biologie sind allgegenwärtig. Also ich bin mega kooperativ, also zumindest die Milliarden Zellen, die mich ausmachen. Und also meine Leberzelle würde jetzt nicht auf den Gedanken kommen, ah, ich will jetzt auch mal ein Kreuzworträtsel lesen und mache mich jetzt mal zum Neuron. Ist also auch nicht neidisch, sondern macht da unten seine Arbeit und alles ist gut. Ja, das heißt, die sind genetisch verwandt und deswegen ist die meine Leberzelle und meine Hirnzelle, leben die friedlich nebeneinander, beziehungsweise ein bisschen entfernt sind sie schon. Da gibt es keine Konkurrenz, ja, weil wenn der eine stirbt, stirbt auch der andere und wenn er weiterkommt, kommt der auch weiter, also alles ist gut. Es gibt also verschiedene Mechanismen, wie solche kooperativen Systeme funktionieren, sodass wenn also Lügner, Täuscher aufkommen, dass sie auch bekämpft werden können. Und zu diesem Mechanismen gehört auch irgendwie Begrenzung des Gutes, also das heißt zum Beispiel bestimmte Nährstoffe, dass wenn jemand abtrünnig ist, dass es kostspielig ist für den Organismus, dass er da Folgen hat, dass er da mehr Energie aufwenden muss. Am Ende kommt es immer auf Fitness hinaus in der Biologie, also dass seine Fitness sinkt, das heißt sein Reproduktionserfolg. Dann gibt es eine ständige Diversifizierung, also das heißt ständig ändert sich irgendetwas. Gestern hatten wir ja den Diversitätstag, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Also Diversifizierung, Weiterentwicklung ist was ganz Wichtiges, was so ein System am Laufen hält, sodass man praktisch, wie wir das ja auch machen, immer mal die Währung ändert, ne, damit nicht mehr so viele Fallscheine im Umlauf sind. Die schaltet man dann einfach aus. Das ist damit eigentlich gemeint. Und ja, räumliche Strukturierung, sodass ich also mich möglichst mit Partnern umgebe, die mir genetisch nah sind, wo ich weiß, mit denen kooperiere ich gerne und die kooperieren gerne mit mir. Also gibt es solche Strukturen. Sowas bildet sich aus. Ja, sowas bildet sich aus und führt am Ende zu vielzelligen Organismen. Und vielzellige Organismen sind ziemlich erfolgreich. Also das ist ein System, was sich sozusagen lohnt. Das sind alles Dinge, im Grunde genommen können Sie das aus der Wirtschaft sehen. Manchmal denke ich auch, vielleicht sogar fast ein bisschen wie unser Rektorat. Da haben wir auch so eine räumliche Strukturierung und Abtrünnigkeit ist auch kostspielig und öffentliches Gut wird auch knapp gehalten. Also das können Sie überall in Ihre Lebewelt, glaube ich, einbauen, wiedererkennen. Das sind systemimmanente Dinge. Damit komme ich jetzt automatisch zu Evolution im engeren Sinne und zu meiner schwarzen Königin, die ja im Originalbuch bei Alice im Wunderland die rote Königin ist, die Red Queen.
Jetzt habe ich es immer grün gemacht, ne? So, weil grün ist die Hoffnung. Warum denke ich, dass die rote Königin uns helfen kann, die Problematik zu verstehen? Also die schwarze Königin bei Alice im Wunderland auf Deutsch, die rote Königin auf Englisch, diente nicht als Vorbild, aber erinnerte einen Paläontologen daran, nämlich den Van Wallen, wie Evolution vermutlich abläuft. Er hat also einen Mechanismus der Evolution so genannt, ja, also ein neues Evolutionsgesetz in seiner Publikation hier von 1973. Und da hat er die Red Queen Hypothesis aufgestellt. Und was hat er eigentlich gemacht? Also bis heute ist die in Lehrbüchern drin und auch immer noch diskutiert. Ja, also es gibt noch viele Hypothesen, die sich auch daneben gestellt haben und wo man ein Ringen von Wirkmechanismen. Was hat er gemacht? Er hat eigentlich was ganz Simples und ganz Spannendes gemacht. Er ist ja Paläontologe, das heißt, er kennt also die Erdschichten ganz gut und was da alles so zu finden ist in den Erdschichten und kann auch gucken, wie sich das verändert und kann das in Taxa einordnen, das heißt also in Organisationseinheiten, in lebenden Systemen. Und ich habe jetzt mal eine Grafik aus seinem Paper rausgenommen, davon hat er also Dutzende da drin. Was hat er hier aufgeführt? Er hat auf der Y-Achse die Anzahl der Taxa, die man zum Beispiel kennt, in diesem Fall von bestimmten Dinoflagellaten, die man also insgesamt findet in den ganzen Schichten, die er untersucht hat, und hat dann geguckt, wie lange kommen die vor? Also zum Beispiel haben wir jetzt ungefähr, ich sag mal hier so, was ist das, vielleicht 800 Taxa kennt man, und die 800 Taxa haben also mindestens knapp 10 Millionen Jahre überlebt. Ja, 100 Taxa haben mindestens 20 Millionen Jahre überlebt. Oder nicht mindestens, sondern 20 Millionen Jahre. 10 Taxa haben ungefähr 60, 70 Millionen Jahre überlebt. Was ihm aufgefallen ist, ist, dass das hier so ungefähr ein linearer Abfall ist. Und diesen linearen Abfall, den hat er bei allen möglichen Gattungen, Taxa und gefunden, die er untersucht hat. Und was er eigentlich da gemacht hat, ist eine Sterberate aufzuzeichnen, eine Sterbekurve. Und so eine Sterbekurve, ich habe mal hier eine Sterbekurve, wie es beim Menschen aussieht. Hier hat man also auf der Y-Achse eine Anzahl von Individuen und auf der X-Achse die Lebenszeit. Und beim Menschen ist es so, man hat also im jungen Alter eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit und dann steigt sie aber im Alter ab. So könnte man das übersetzen. Ne? Also je älter die werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben. Hier ist zum Beispiel der Löwenzahn. Der ist violette, der ist genau umgekehrt. Ne? Also es gibt viele Keimlinge, die irgendwie auskeimen und auskeimen, aber dann kommt irgendeine Ameise und weg ist der Keimling oder Schnecke oder was weiß ich was. Aber wenn dann erstmal so ein Löwenzahn im Garten ist, ja, dann kriegt man den auch kaum noch weg. Ne? Also dann steigt sozusagen, dann geht es, also die sind die Verluste flachen ab. Und das kann man also machen für verschiedene Lebewesen. Und ja, was bedeutet eigentlich das Lineare? Das Lineare bedeutet, egal wie alt ich bin, meine Sterbewahrscheinlichkeit ist immer gleich. Übertragen auf die Evolution, egal wie lange eine Taxa auf diesem Globus existiert hat, die Aussterbewahrscheinlichkeit ist immer gleich. Das bedeutet, dass, und das war das Besondere, was er sozusagen damit formuliert hat, mit der Red Queen Hypothesis, beziehungsweise die kommt danach, erstmal der Befund, selbst wenn ich viele Millionen Jahre auf dem Globus als Art überlebt habe, schützt mich das nicht davor, auszusterben. Das heißt, diese vielen Millionen Jahre haben mir nicht geholfen, mich optimal an meine Umwelt anzupassen, ja, sondern ich kann trotzdem sterben. So, warum kann ich sterben? Trotzdem sterben? Weil die Umwelt sich ändert und weil ich in Konkurrenz mit anderen Lebewesen bin. Und da kommt die Red Queen-Hypothese mit rein. Das heißt, die Evolution einer Art ist immer abhängig von der Evolution einer anderen Art. Und das kennen wir, Räuberbeute. Herbizidresistenz. Ja, wenn ich Herbizide spritze, kommt irgendwann die Herbizidresistenz. Wenn ich einen Impfstoff habe gegen einen Organismus, kommt irgendwann eine Resistenz. Wenn ich ein Medikament habe, kommt irgendwann eine Resistenz. Und das ist also dieses Wettrüsten. Das ist das, was die Red Queen-Hypothese beschreibt. Und warum? Bei Alice im Wunderland. Also bei ihr ist es so, bei der Roten Königin, sie muss so schnell rennen, wie sie kann, um am Fleck zu bleiben. Das heißt, wenn du also überleben willst, musst du ständig evolvieren, dich weiterentwickeln,
sonst kommst du gar nicht vorwärts. Um vorwärts zu kommen, musst du Glück haben oder lügen. Aber Lügen haben kurze Beine, die kommen dann nicht wirklich vorwärts, weil, das sehen wir dann, wie mit diesen Kinship-Dingern, die werden dann auch irgendwann aussortiert. Ja? Also, das hat es mit der Red Queen auf sich. Das heißt, irgendwie lügen wir also. Ja? Und wir tun das ja größtenteils auch im vollen Bewusstsein. Warum eigentlich? Ist vielleicht eine triviale Frage, ja, warum wir lügen. Vielleicht auch nicht. Ich will mal auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar komme ich jetzt auf einen mehr systemischen Komplex, wo wir jetzt nicht das Einzellebewesen sehen, sondern die Gesellschaft. Und was wir hier sehen, ist eine Grafik, wo wir auf der Y-Achse hier wissenschaftliche Publikationen aufgelistet haben, die das Wort Nano enthalten. Nanotechnologie, Nanobiotechnologie. Und sehen also hier in den USA, wie sich so die Publikationen über die Jahre hier entwickeln. Das sind also die Jahre. Und dann kommt irgendwann der National Science Fonds der USA auf die Idee, Nanotechnologie ist eigentlich irgendwie was Cooles, das wollen wir fördern. Und speisen also da Geld auf den Markt, um dass sich die Wissenschaftler bewerben können. Und was passiert mit dem Geld, das zur Verfügung steht, diese Ressource, die da in den Ring geworfen wird? Ja, da schmeißt man sich drauf und entsprechend steigen die Zahlen der Publikationen, weil man möchte ja auch gesehen werden bei den Geldgebern. Und das heißt also, die Anzahl der Publikationen hinkt immer so ein bisschen mit hier so hinterher. Das ist für sich genommen vielleicht erstmal nicht bemerkenswert, was aber der Joachim Schumer, der das sehr detailliert auseinandergenommen hat, beschreibt, ist, dass es so erstmal einen Hype gibt, eine Politik gibt etwas vor, ja, nämlich gibt vor, woran geforscht wird, bevorzugt, indem dafür Forschungsgelder zur Verfügung gestellt wird. Und der einzelne Wissenschaftler versucht, sich dahin anzupassen und in diesen Förderrahmen hineinzupassen. Das heißt, wenn jetzt also auf einmal Wasserstoffforschung gefördert wird, dann erinnere ich mich doch, Mensch, da habe ich doch mal irgendwas gemacht. Und was ich da jetzt mit meinen Bienen mache, ist ja eigentlich, hat das ja auch was mit Wasserstoff zu tun. Also wenn man mal genau, eigentlich sind ja die ganzen Bienen nur einzelne Wasserstoffatome, die durch die Gegend fliegen. So. Also bewerbe ich mich jetzt mit einem Thema, was mit Wasserstoff gar nichts zu tun hat, um Gelder aus der Wasserstoffforschung. Ich übertreibe, ich habe sie jetzt gerade angelogen, aber grundsätzlich so passiert es. Das heißt, da biegt man sich also als Wissenschaftler schon in eine Richtung, damit es irgendwie passt. Und das ist eine Form der, ja, ich nenne es jetzt mal Lüge, eine kleine Notlüge, damit man seine Forschung weiter betreiben kann und seine Mitarbeiter finanzieren und so weiter. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass der Stress dann irgendwie so groß wird, weil ich dann so viele Mitarbeiter habe, und dann der Forschungstop aber dann irgendwie wegfällt und ich die aber trotzdem irgendwie gerne bei mir hätte, weil es macht ja auch Spaß zu forschen und so, dass ich irgendwie vielleicht anfange, damit ich gute Publikationen und an andere Töpfe rankomme, mir ein paar Daten ausdenke, ja, weil sich das ja ganz gut publizieren lässt und so. Und da gab es also jetzt jüngst, das war im letzten Jahr, in einem Gebiet, ich habe hier mal ein exotisches Gebiet genommen, Spinnenforschung, ja, wo jetzt ein Riesenskandal war, wo also viele Manuskripte, veröffentlichte Publikationen zurückgezogen werden mussten, weil Wissenschaftler falsche Ergebnisse publiziert haben. Die haben gelogen, betrogen, ja, weil sie unter einem großen Druck stehen, dem sie dann auf die Art und Weise versucht haben, nicht entgegenzukommen, also auszuweichen. So, auszuweichen, genau. Ein anderer bekannter Fall ist Wang Wo-Suk. Wang Wo-Suk war der Vorzeige Reproduktionsbiologe, Zellbiologe in Südkorea, hat hochrangig publiziert. Also ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, auch in der Ringvorlesung letzte Woche, ja, ist Nature publiziert, ne? Also wenn es in Nature publiziert ist, dann ist es die absolute Wahrheit. Wenn es in Science publiziert ist, ist es das Gleiche. Ja, der Wahrheitsgehalt oder sagen wir mal, die Wahrhaftigkeit ist relativ groß. Ja, das heißt, die Credibility dieser Journals, aber auch da
können natürlich Dinge veröffentlicht werden, die dann vielleicht doch gefaked sind, ja, die also fehlerhaft sind, die bewusst getäuscht, bewusst täuschen. Und diesen Fall haben wir da gehabt. Und das heißt, da ist also ein Wissenschaftler, der behauptet hat, dass er Stammzellen geschaffen hat aus somatischen Zellen. Das waren alles Fake-Ergebnisse. Und das war sein Absturz. Ja. Er wurde da geächtet und hat jetzt auch keine Professur mehr und kein Forschungsinstitut und nichts mehr. Aber da wurde also im großen Maßstab gefälscht. Natürlich aufgrund eines riesigen Drucks, der da ist. Evolutionsdruck, Red Green. Ja. Also ein ständiges Hin- und Herringen. Und naja, Lügen haben kurze Beine. Der ist dann also gestolpert. Ich trenne kurz meinen roten Faden auf. Und gebe sozusagen einen kleinen Exkurs. Meine Studenten kennen das, ich kenne, liebe Exkurse, liebe Exkursion, ist dem Biologen wahrscheinlich so inhärent. Als ich diese beiden Paper mir angeguckt habe, habe ich dann auf einmal hier auf der linken Spalte gesehen, da war das der Schluss eines anderen wissenschaftlichen Artikels, der auf der Seite davor begonnen hat. Da dachte ich so, ah, was ist denn das? Und dann steht da Corona, ja, da geht es also um den Corona-CoV-1-Ausbruch von 2002, 2003. Ja. Und dann haben wir da auch Zitate, dann ist auf einmal der Drosten da. Also Sie sehen schon, Drosten ist überall. Ja. Sie können eine Ringvorlesung vorbereiten und schon stolpern Sie über Drosten. Exkurs Ende. Ich wollte einfach nur meine Überraschung mit Ihnen teilen über diese Beobachtung. Gut, also das heißt, sauberes Arbeiten in der Wissenschaft ist was total Wichtiges. Und wenn Sie irgendwie feststellen, dass irgendeiner nicht sauber arbeitet in der Wissenschaft, und das ist das Tolle an der Wissenschaft, dass wir sehr eigentlich eine coole Gemeinschaft sind und selbstregulierend auch arbeiten, da gibt es ganz großartige Beispiele für. Eigentlich das meiste ist an wissenschaftlichen Ergebnissen ist das Ergebnis eines selbstregulierenden Systems, das gut funktioniert. Wenn Sie aber feststellen, dass irgendjemand Mist baut, dann gibt es Möglichkeiten, das zu melden. Dafür haben wir zum Beispiel den Ombudsmann bei uns an der Hochschule, Gunther Süß, ja, der hier unseren Einführungsvortrag bei der Ringvorlesung gegeben hat. Der ist unser Ombudsmann. Und natürlich haben wir auch eine Ombudsfrau. Ne? Komischer Name, ne? Ombud, aber das ist Schwedisch, kommt also aus dem nordischen Bereich. Ombud, und der Ombud ist der Stellvertreter sozusagen. Das ist eine Art Vertrauensperson, wenn Sie so wollen. Gut. Das waren jetzt gerade Beispiele, wo bestimmt bewusst gelogen wurde. Wahrscheinlich lügt man immer bewusst. Aber man kann ja manchmal auch unterstellen, dass vielleicht einem Fehler unterlaufen. Dass, ich hatte vorhin diese wissenschaftlichen Beispiele mit dem chlorierten Chlorophyll, das war ja keine Lüge. Ne? Im Gegenteil, es war ja sehr ehrlich danach, dazu zu stehen und es nicht irgendwie zu verwischen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Insofern möchte ich jetzt dieses Bewusst nochmal so ein bisschen in Frage stellen. Und jetzt tatsächlich nochmal eine biologische Grundlage der Lüge versuchen zu suchen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel so eine Publikation, die uns einige sagt, na, to cheat or not to cheat, hängt davon ab, ob ein Nukleotid, ein Baustein unseres Erbguts, ein Baustein von 3,2 Milliarden Bausteinen die eine oder die andere Variante hat. Das ist so das Ergebnis, was diese Studie zeigt. Ich muss gestehen, diese Studie hat mich nicht überzeugt, aber ich will Ihnen trotzdem einen Ding zeigen, weil ich das ganz nett fand, was eigentlich deren methodischer Ansatz war. Und zu der Methode komme ich auch gleich, darum ist das für uns wichtig. Also erstmal haben sie Folgendes gemacht, wir haben Versuchspersonen gehabt und die Versuchspersonen durften würfeln. Und wie bei Maxien durften dann gucken, was habe ich für eine Zahl. Mussten das aber dem Versuchsleiter nicht sagen, doch sagen mussten sie schon, aber nicht zeigen. Und in Abhängigkeit davon, welche Zahl sie hatten, wie hoch die Zahl war, haben sie praktisch eine Belohnung bekommen. Die Belohnung war umso höher, desto höher die Zahl war. Das wussten sie auch. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man Würfel würfelt und der Würfel ein guter Würfel ist, dann hat man eine Normalverteilung. Ja, das heißt, im Mittel sollte jede Zahl ungefähr gleich häufig vorkommen. Und jetzt sieht man aber eine deutliche Steigerung der Fünfen und Sechsen. Das heißt also, viele der Versuchsteilnehmer haben beschissen. Ja, und haben dann, obwohl sie eine niedrigere Zahl sehr wahrscheinlich hatten, gesagt, dass sie eine 5 und eine 6 haben, weil sie dann wussten, dass sie eine größere Belohnung bekommen. Ja, also Sie sehen schon, wer von Ihnen würde da nicht auch vielleicht eine höhere Zahl nennen? Und können ja mal Mäxchen spielen. Und dann haben die
Versuchsperson genomisch analysiert. Und da will ich Ihnen kurz sagen, was da gemacht wurde, weil das ist nochmal ganz wichtig als eine Methode, die heutzutage, wenn Sie irgendwas über genetische Analytik, über genetische Diagnostik hören, ist das eigentlich die Methode, die durchgeführt wird und wo wir noch überrollt werden mit Daten. Das wäre vielleicht auch nachher noch eine Diskussion wert. Wir haben also jetzt hier einen Haufen Menschen, Individuen. Und einige dieser Individuen zeichnen sich durch irgendwas aus. Zum Beispiel, dass sie lügen, zum Beispiel, dass sie rot sind, zum Beispiel, dass sie einen Herzfehler haben. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt kann ich in dem Genom dieser Person nach solchen genetischen Varianten gucken. Also nach Varianten der vier Bausteine, aus denen das Erbgut aufgebaut ist, A, T, C und G. Und kann dann also sehen, aha, auf Chromosom 4 ist eine bestimmte Variante und diese Variante hat eine bestimmte Signifikanz mit blau oder rot sein. Blau sein ist auch gut, genau. Also mit Sonnenbrand oder besoffen. steht damit jetzt also irgendwie in Verbindung. So, jetzt nehme ich eine andere Position im Erbgut und da ist die Signifikanz ein bisschen geringer. Und dann habe ich eine andere, oh, die ist höher. Ja? Also die steht mit rot sein relativ, ist ein ziemlich guter Indikator dafür. Ja? Und dann habe ich wieder einen, und so mache ich das also mit allen möglichen und kriege dann also so eine riesen Punkthaufenwolke, wo jeder Punkt eine Position im Erbgut ist. Und dann mache ich statistische Tests, um zu sagen, was davon ist eigentlich Rauschen, was ist nicht Rauschen. Und jetzt überschlage ich ein ganz wichtiges Kapitel der aktuellen Genetik, dass dieses Rauschen super wichtig ist, aber das ist jetzt hier zu viel des Guten. Aber es gibt ein paar signifikante Dinge, die also wirklich in Verbindung stehen mit Rotsein in diesem Fall. Und wenn man jetzt im Erbgut guckt, dann ist das also eine bestimmte Position. Wir haben ja immer ein mütterliches, ein väterliches Chromosom. Also, und dann sieht man, also alle, die rot sind, haben nämlich hier ein C als Baustein. Ja, also alle Roten haben C. Wenn also C im Erbgut an einer bestimmten Position vorliegt, ist es ein guter Prädiktor, also ein guter Vorhersagewert dafür, dass man rot ist. Und auf diese Art und Weise werden jetzt massenweise Analysen gemacht. So hat man auch diese Lügner untersucht und ist auf diesen einen SNP gekommen, der ein Enzym betrifft, der tatsächlich im Gehirn auch aktiv ist. Ja, also die haben da auch eine Kausalkette hergeleitet. Vorgestern ja, ist eine Studie zu bipolaren Störung publiziert worden, wo man, und damit sehen Sie jetzt schon, was hier so los ist in der genetischen Welt, fast 42.000 Erkrankte untersucht wurden und verglichen wurden mit rund 370.000 Kontrollen. Und man hat 64 neue Orte, also 64 Bausteine von diesen 3,2 Milliarden gefunden, die signifikant mit bipolarer Störung in Verbindung stehen, sodass man so eine Art diagnostischen Test entwickeln kann für bipolare Störung. Und diese Form von Studien, die überschwemmen gerade die Genetikwelt, die Humanmedizinwelt, ja, also die sogenannten genomweiten Assoziationsstudien. Also das ist ein ganz riesengroßes Ding. Diese Studien, und das ist bemerkenswert, wenn Sie sich mal die Autoren angucken, sehen Sie drei Autoren. Nee, stimmt nicht, da sind es ja noch so ein paar Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wenn wir die Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen aufwerfen, dann sind das die Autoren. Diese Studien sind abhängig von riesengroßen Analysen. Je mehr Individuen analysiert werden, desto besser. Daran sind viele Autoren beteiligt. Und wenn jetzt einer von diesen Autoren fehlerhafte Daten liefert, vielleicht einfach nur, um dabei so zu sein. Wenn also einer davon ein Lügner ist, um diesen simplen Begriff zu verwenden, dann ist es vielleicht noch nicht so schlimm. Wenn es 10 sind, wird es dann schon unangenehm. Also irgendwann leidet dann die Aussagekraft so einer Studie darunter. Und alle anderen wissen das natürlich irgendwie dann auch nicht. Also was ich sagen möchte ist, dass es in der Wissenschaft, anders als bei Darwin und Lamarck, wie wir angefangen haben, wo es ja recht übersichtlich war, ja, zwei Theorien, zwei Autoren und dann kann man einen Haufen darüber diskutieren. Hier haben wir jetzt Hypothesen, die aufgestellt werden, wo Hunderte von Autoren dran beteiligt sind. Und das wird also alles diffuser, es wird schwieriger, ja, es wird schwieriger zuzuordnen. Und darum ist Transparenz einmal mehr wichtig, dass alle möglichen anderen Wissenschaftler das auch nachkochen können, sozusagen.
Damit komme ich zu meinem ersten roten Faden zurück und möchte den nochmal abschließen, wo ich sage, ja, manchmal denke ich, wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht zu lügen. Ich entsinne mich sehr gut, als ich Schüler war und die Diskussion um das Ozonloch eröffnet wurde. Also das Ozonloch wurde entdeckt. Ja, es war also in den späten 80er Jahren. Naja, und das Ozonloch, wenn ich an die späteren 80er Jahre denke, da denke ich zum Beispiel an eine Boygroup, würde man wahrscheinlich heute sagen. Oh, oh, ist bestimmt, bin ich jetzt jemanden auf den Fuß getreten. Also Modern Talking hier. Worauf ich natürlich eigentlich nur hinaus will, ist diese wunderbare Haarpracht hier. Ja? Und diese wunderbare Haarpracht wird natürlich nur erzeugt, indem man entsprechenden Haarspray hat. Und da sind die FCKWs drin. Und diese FCKWs sind dann für den Ozonabbau in der Atmosphäre zuständig gewesen. Das ist natürlich eine komplexe Geschichte. Und diese komplexe Geschichte, ist auch nochmal, ne? Also jetzt wunderbar. Und diese komplexe Geschichte hat jetzt der mit echt etwas schlichterem Haarschnitt der damalige Forschungsminister Riesenhuber, ne, der Riesenhuber mit der Fliege, das war sozusagen mein Forschungsminister. Ne? Also als ich damals Schüler war, flimmerte der dann über den Fernseher und hat dann immer gesagt, wie wichtig das ist und FCKWs und Sprays und in Kühlschränken und tralala. Und da habe ich gedacht, weiß ich noch genau, wie ich zu meiner Mutter gesagt habe, weißt du was, wenn ich Forschungsminister wäre, würde ich den Leuten einfach sagen, FCKWs sind krebserregend. Weil denen zu erklären, wie kompliziert das da alles mit dem Ozon ist und dass das dann irgendwann in 10 Jahren vielleicht weggeht, wenn wir jetzt damit aufhören, das versteht doch kein Mensch. Aber wenn man denen sagt, das ist krebserregend, dann nimmt das doch keiner mehr, dann ist alles gut. Ja. Ah, ja, aber nicht so ganz okay. Ja. Das war mal mein kleines Outing. Eigentlich hätte ich auch ganz gerne mal gelogen. Ja, und Lügen macht natürlich irgendwie auch Spaß. Ja, das will ich vielleicht zum Abschluss auch noch sagen. Es gibt ja auch schöne Lügen. Ne? Also zum Beispiel das Nasoboem, das Gedicht von Christian Morgenstern, das hat also jemanden angeregt, Nasenwurzler zu kreieren. Hier sehen wir also 2 Exemplare in einem Museum in Wiesbaden. Das hier ist Naturkundemuseum, ich glaube in Basel oder Zürich, eins von beiden war es. Ja, da haben wir also die Nasenwurzler. Ne? Das heißt also, denen aus der Nase ein Fuß entwickelt ist, mit denen die sich da fortbewegen. Da gibt es also eine ganz tolle Form. Und da gibt es also auch Lehrbücher. Das erste ist 1961 erschienen, ja, von Professor Dr. Harald Stümpke. Und da ist richtig die Anatomie, die Lebensweise, alles Mögliche erklärt. Und das ist komplette Fantasie, das Späßchen. Ja, die Bücher können Sie heute noch kaufen. Ich habe ja auch irgendwo das stehen. Also das hat man als Biologe einfach, die Rhinogradientia. Also komplett Make-up, übersetzt in viele Sprachen, die totalste Lüge, aber irgendwie auch wunderbar und bereichernd und macht irgendwie auch einen Haufen Spaß. Gut. So viel ein Einblick aus der Sicht eines Biologen in die Welt der Lüge und der Täuschung, in die Komplikationen der Wissenschaft, in den ewigen Kampf um die Ressourcen, seien es Forschungsgelder oder seien es irgendwelche Moleküle, die links und rechts rumliegen. Abschließend, ich denke, es ist im System drin, dass so etwas wie Täuschung entsteht. Das zeigt uns die Evolution. Die Evolution zeigt es auch, dass es Wege gibt, es zu umgehen. Denken wir an Bacillus subtilis mit der Abgrenzung. Und bei uns Menschen wird das natürlich alles beliebig kompliziert. Und nicht umsonst die Spieltheorie, die ja aus der Wirtschaftswelt entstanden ist, für die es einen Nobelpreis gab, funktioniert in der Biologie bei viel, viel besser als in der Wirtschaft. Weil in der Wirtschaft betreiben eben Menschen und Menschen, das war ja Thema des Nobelpreises letztes Jahr, handeln oft irrational und da ist da nichts mehr viel mit Modellbildung. Aber die Biologie zeigt uns, es wird immer Lügner geben und es wird immer auch Sicherungsmechanismen in Populationen gegen Lügner geben. Damit bedanke ich mich. Wenn irgendwo der rote Faden gerissen ist, denke ich, ist dann gleich Gelegenheit, vielleicht ihn wieder zu knüpfen. Vielen Dank. Für den wunderbaren Vortrag und den Ausflug in den Kaninchenbau, der war wirklich sehr, sehr aufschlussreich, super interessant. Ja, darüber können wir gleich diskutieren und ich hoffe auch mit möglichst vielen von Ihnen allen in Zoom.
Wir werden das so machen, dass wir jetzt wie immer erstmal eine 10-minütige Pause machen. Dann wechseln wir in den Zoom-Raum, dessen Link unterhalb des YouTube-Videos zu finden ist. Also kommen Sie bitte zahlreich zum Diskutieren. Und bevor ich Sie kurz in die Pause entlasse, möchte ich noch kurz hinweisen auf eine Umfrage, die wir durchführen vom Institut aus. Denn wir möchten gerne wissen, was Sie meinen zur Ringvorlesung. Also bitte benutzen Sie vielleicht den Link, der auch unter dem YouTube-Video steht, zur Umfrage, zu einer Meinungsumfrage. Und ja, sagen Sie was. Wir würden uns freuen. Genau. Dann bitte ich Sie noch ein bisschen um Geduld und dann, dass wir uns im Zoom-Raum irgendwo wiederfinden. Und dann geht es gleich da weiter. Sage ich erstmal an dieser Stelle Tschüss und bis gleich. Hallo zum zweiten Mal. Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde jetzt in Zoom mit Professor Dr. Wünschiers und ungefähr 50 Menschen, die vielleicht Fragen oder Wortmeldungen haben und auf deren Input wir uns natürlich sehr freuen in Diskussionen. Nochmal ganz kurz zum Prozedere. Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Wortmeldung einzubringen. Einmal könnten Sie die Hand heben, sozusagen, das finden Sie hier, diesen blauen Handhebebutton unter der Liste mit den Teilnehmenden, für die blaue Hand heben sozusagen. Wenn Sie was sagen möchten, dann werden Sie freigeschalten und Sie können dann was sagen. Oder eben Sie äußern sich im Chat. Unser Chat-Moderator wird mir dann die Fragen durchgeben oder die vorlesen. Und ja, wir sehen dann auch da, wenn Sie was sagen möchten. Also tun Sie sich keinen Zwang an, vielleicht auch wenn die sich jetzt unsicher fühlen, vielleicht bei Benutzung von irgendwelchen spezifischen Fachbegriffen oder sonst irgendwas, da ist man als Studierender ja manchmal ein bisschen überfahren. Ist überhaupt nicht schlimm, wir sind alles Menschen und reden Sie mit uns, wir freuen uns drauf. Okay, hier ist erstmal noch Stille, es traut sich keiner, trauen Sie sich einfach, es gibt keine dummen Fragen. Wenn Sie jetzt einmal den Herrn Professor Wünschiers hier haben, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Herr Busse meldet sich. Super, dann nehmen wir den auch dran. Wenn jetzt kein anderer was sagt, ich bin ja froh, dass ich Professor Wünschiers mal treffe. Stefan! Also ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe alles verstanden. Das muss ich ehrlich sagen. Und ich muss dir sagen, ich glaube nicht alles, was du gesagt hast und ich bin auch anderer Meinung, um mal sozusagen mit dem Thema zu spielen. Sozusagen. Ja, schon mal gut. Also erstmal spannend, zwischendurch kam ich mir aber vor wie ein Einzeller, der mit einem hochentwickelten Anthropoiden redet und irgendwie nicht alles dekodieren konnte. Aber ich glaube, sowas nicht, deine Grundaussage, da möchte ich trotzdem nochmal sozusagen die Biologie der Lüge oder die Phylogenese der Lüge, inwieweit ich dieses Phänomen, sage ich mal, von den einfachsten Verhältnissen bis zu den komplexen des Wissenschaftlerhandelns sozusagen durchzieht. Das ist ja sozusagen der eine rote Faden, der durch die drei roten Fäden eigentlich durchging. Mhm. Ich glaube, du hast ja eine wichtige Korrektur gemacht am Ende des Vortrags, dass du nochmal den Unterschied zwischen Lüge und Irrtum deutlich hervorgehoben hast, sodass ich glaube, der Diplomant Wünschiers hat eben nicht gelogen, sondern er hat sich maximal geirrt und hat dir seinen Irrtum eingestanden. Insofern ist das eigentlich gemessen an dem Zentralwert von Forschung, nämlich die Wahrheit zu finden, völlig in Ordnung. Und das ist sozusagen eingepreist. Und ich glaube, keiner wird aus der Scientific Community rausgeschmissen. Es würde keinem eine Professur weggenommen, wenn er sich ständig irrt. Er würde maximal verlacht werden und nicht mehr ernst genommen. Aber wenn er lügt, weil es nämlich noch einen anderen Code gibt, den man verletzen kann, nicht nur den Code, nicht die Wahrheit zu sagen, also sich zu irren, sondern bewusst die Wahrheit nicht zu sagen, also zu lügen, dann fliegt man irgendwann raus, wenn man diesen zweiten Wert sozusagen, dass die permanente Konkurrenz miteinander sind, hat natürlich mit dem System Wissenschaft zu tun, dass das eben nicht nur der Wahrheit auf der Spur ist, sondern auch der Reproduktion und Selbsterhaltung von Organisationen und von Individualkarriere. Also das sind einfach Dinge, die weisen, das verführt natürlich Wissenschaftler, sich wie Alltagsmenschen zu benehmen und den eigenen Vorteil sozusagen in Anschlag zu bringen. Okay, ich würde aber sagen, und da sind wir, sage ich nochmal, bei dem Korpus der Gesamtvorlesung und vielleicht auch noch beim Bösen, weil Lüge ist die Form des Bösen. Und ich würde sagen, die Lüge ist daran gebunden, dass man sich entscheiden kann, ob man lügt oder nicht lügt. So. Mhm.
Bin ich mal bei der Schwebewespe, die du eigentlich nicht mit reinnehmen wolltest, mit dem Mimikry, aber glaube der Einzeller mit der Pheromon hat ja was Ähnliches gemacht, dass er die falschen Dinger da aussendet. Die Schwebeweste kann sich nicht entscheiden zu sagen, ich ziehe mal heute das Bienenkleid nicht an, weil das doof ist oder weil ich da jemanden vielleicht schaden könnte. Der kann die Entscheidung nicht treffen. Insofern können die gar nicht lügen. Das ist einfach eine sinnvolle, adaptive Anpassung an Umweltgegebenheiten. Das heißt, die Frage ist, wie Systeme, wenn man es mal systemtheoretisch sieht, ihr Überleben sozusagen dadurch wahrscheinlicher machen, dass sie Umwelteigenschaften entweder in das eigene System aufnehmen, da würde man sagen, das ist eine Anpassung, oder Umwelteigenschaften sozusagen auf der Oberfläche adaptieren, um sich auch anzupassen. So eine Pseudo-Anpassung, aber es ist auch eine Anpassung. Ja? So ähnlich haben ja das deine Einzeller gemacht. Und da würde ich immer noch sagen, gut, das ist eben eine sinnvolle Anpassung, oder die würde ich aber nicht als Lüge bezeichnen, sondern das ist sozusagen, die spielen dann praktisch mit Oberflächeneigenschaften, die Umwelteigenschaften irgendwie adaptieren. Da, glaube ich, kann man nicht von Lüge reden. Das wäre das eine. Und das andere ist, das ist natürlich, so, ich glaube, so etwas wie in der ganzen Naturgeschichte so unterschiedliche Spezifitätsniveaus gibt, ja, wo man sagt, es gibt Vorformen des Sozialen, die man auch bei Einzellern findet. Also ich habe gelernt, zum Beispiel in meinem Studium, das Soziale beginnt spätestens oder frühestens, wenn die Amöbe, die andere Amöbe neben sich sieht und ihren Grundumsatz sozusagen steigert, weil die andere anwesend ist. Und aber da eigentlich bloß, sage ich mal, Stoffwechselprozesse aktiviert durch die Anwesenheit von anderen, weil das irgendwie am Ende über Überlebensvorteil produziert. Das ist aber noch nicht, das ist immer noch auf der Ebene, so habe ich das gelernt, signalvermittelter Kommunikation und noch nicht symbolischer. Also erst, ja, wenn die zweite Ebene kommt, genau, erst in die zweite Ebene kommt der symbolischen Vermittlung, kann sich auch ein System entscheiden, so oder so zu handeln, also echt zu lügen. Und da sehe ich doch einen qualitativen Unterschied. Und das sind vielleicht Vorformen davon, aber die Lüge ist eigentlich, und da sind wir wieder bei Kant, ein intentionales, bewusstes Handeln gebunden. Und das heißt, dass das System sich auf einer zweiten Ebene selber nochmal abbilden kann und weiß, dass es existiert. Gibt es bei Anthropoiden schon. Anthropoiden können schon lügen, weil sie sich in andere hineinversetzen können. Zum Beispiel Empathie ist notwendig, the theory of mind ist notwendig, dass sozusagen das Phänomen Lüge überhaupt biologisch ein Überlebensvorteil, wenn auch einen kurzfristigen Überlebensvorteil sozusagen produzieren kann. Also das fände ich erstmal eine wichtige Differenzierung. Also nicht nur von Irrtum und Lüge, sondern auch, dass die Lüge relativ spät an Bewusstsein gebunden ist, behaupte ich jetzt mal. Das ist meine ein bisschen von Halbwissen oder auch Wissen geprägte Meinung. Ja, stimme ich mit dir im Prinzip überein. Also ich denke auch, dass die Lüge in einem Bakterium noch nicht vorhanden ist, in der Schwebfliege auch nicht. Ja. Ich glaube auch, dass sie beim Fisch noch nicht vorhanden ist, aber da kann man schon anfangen, sich zu streiten. Wo geht sie los? Ich würde tatsächlich den Begriff der Lüge eigentlich erst beim Menschen verorten. Ja. Primaten zeigen natürlich auch schon so ein... Die fangen also schon an, Primaten, instrumentell, genau. Fangen auch schon an, sich Vorteile zu verschaffen durch bewusstes Täuschen. Vielleicht ist es da auch schon. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit, die ich vielleicht auch in meinem Vortrag zu knacken hatte, zwischen dem auf der Zunge liegenden Titel der Biologie. Du sagst die rhetorische Figur, ja. Ja, aber natürlich wohl wissend, dass in der Biologie Lüge ein Mikrokosmos ist, ja? Nämlich für eine ganz bestimmte, noch nicht lange existierende Organismengruppe. Aber die Täuschung ist natürlich viel älter, so wie du sie beschreibst, die Anpassung und auch die unbewusste Ausnutzung von nicht angepasst sein, weil man dadurch dann Vorteile hat. Und dann kommen wir aber natürlich auch ganz schnell in diese Räuberbeute und eigentlich, darum habe ich vorhin gesagt, in die Kybernetik hinein, wo wir ein selbstregulierendes System haben. Und darum habe ich gesagt, und das denke ich auch, ist diese Entwicklung von Täuschung, die dann bei uns in der Lüge vielleicht mündet,
das kann man vielleicht auch nochmal sich überlegen, ob das so ist, dass die systemimmanent ist und dass die ein mechanisches System nicht hat. Also ich glaube nicht, wenn man 1000 Uhrwerke nebeneinander stellt, dass da irgendein Uhrwerk anfängt, schneller zu laufen, weil es sich davon einen Vorteil erhöft, weil es dann schneller fertig ist oder so. Genau. Aber in dem Moment, wo ich Lebewesen habe, die natürlich mit der Umwelt kommunizieren, Stoffwechsel, und die sich vor allen Dingen, und das ist ja eigentlich das ultra spannende in der Biologie, die sich ja verändern. Ne? Das Uhrwerk bleibt der Uhrwerk und bleibt Uhrwerk. Jetzt kann man sagen, okay, da vielleicht ist da ein bisschen ein Metallstaub, der irgendwie sich abschmürgelt mit den Jahrhunderten. Aber ein lebendes Organismus, ein lebender Organismus lebt ja davon der Veränderung. Und das ist eben the red queen. Das, also es ist eigentlich, das, was ich ganz, ich will mal ein Beispiel nennen, was ich unglaublich faszinierend fand. Ich war mal in der Eifel in so einem Radioteleskop. Ja, das MPI betreibt da ein Radioteleskop, das ist so eine Riesenschüssel in der Landschaft. Und diese Riesenschüssel muss ja in Lichtjahren Entfernung irgendeinen pulsierenden Quasar anfahren. Und das muss ja, also ich sag mal, auf dem Mikrowinkel genau geschehen. Wie passiert das? Wie kann man so, mit einem Schrittmotor geht das nicht. Ja, also so ein Schrittmotor, wie wir die aus dem, was weiß ich, wo rauskennen, aus dem Drucker oder sonst was, eine Bewegung, eine Zahnradbewegung ist ja schon, da bin ich ja schon in der nächsten Galaxis. Ja. So. Wie wird das so feingesteuert? Ganz simpel, durch zwei Elektromotoren, die gegeneinander arbeiten. Und durch dieses Gegeneinanderarbeiten kann ich, also ich nicht, aber die total fein regulieren. Und als ich das gehört habe von denen, habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Das ist im Prinzip genauso funktioniert Stoffwechsel. Ja, das sind Reaktionen, ein Enzym, das super aktiv ist, kann sehr genau regulieren. Also das heißt, je aktiver ich bin, desto besser kann ich regulieren. Das heißt, die rote Königin macht eigentlich alles richtig, weil sie total schnell ist. Dadurch kann sie aber auch ganz schnell reagieren. Aber kann natürlich auch schneller stolpern. Also das ist so ein Grundphänomen. Ja? Ich schweife ab, aber nee, das ist schön, schönes Beispiel. Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht funktioniert Demokratie so, ja. Also das ist auch interessant. Die verschiedenen Elektromotoren, die miteinander arbeiten, am Ende kommt was Vernünftiges raus, in der Regel, sollte zumindest. Ja, genau. Ist nur die Frage, ob die Schüssel dann in die richtige Richtung gezielt wird. Genau. Ja, nee, aber diese, das finde ich eigentlich das Spannende, wie diese Regulation stattfindet. Und das kann man dann übertragen von dem Stoffwechsel eines Organismus auf die Kommunikation untereinander, also dieses Quorum-Sensings, was ja schon irre ist. Und das ist dann auch das Erfolgsmodell der Vielzelligkeit in der Evolution, dass es auf einmal Sinn macht, boah, ich tue mich mit dem mal zusammen. Das geht ja auch nur, weil Kommunikation da ist. Und dann kommt aber auch schon der Punkt, wo wir jetzt mit unserem menschlichen Auge natürlich sagen, ah, der ist ja ein Cheater. Ich meine, ich finde es ja faszinierend, wie diese Begriffe in der Fachliteratur da verwendet werden, ja, dass sie da von Cheating Bakteria sprechen. Das würde ich mich ja nie wagen zu schreiben. Ne? Aber und Sozialverhalten von Bakterien, das ist ne? Aber ja, das ist so eine Anthropomorphisierung, natürlich, dass man Menschliches zurückprojiziert und es besser versteht. Wir das verstehen, damit wir das in unsere Denke übersetzen können, unterstellt man natürlich quasi. Ja. Das ist aber auch nur, ist eigentlich nur eine rhetorische Figur, um es besser zu verstehen. Ne? Ja, Anthropomorphisierung war das Wort, das mir vorhin fehlte. Ich danke dir, genau. Ja, die Anthropomorphisierung ist das. Ja. Genau. Aber das ist ja, das fand ich jetzt nochmal spannend, an deinem Vortrag nochmal sozusagen angeregt zu werden, dass es eben, sage ich mal, verschiedene Phänomene dieser ganzen Leiter in der Evolution sozusagen schon gibt, als Systemlösungen, ja, die sich aber qualitativ nach oben hin wirklich nochmal ändern. Also auch als du das mit diesem Schleim erzählt hast, was das war, dein Betischein, da könnte man sagen, das ist ja schon Fremdenfeindlichkeit, dass die dann nicht reinlassen. Ne? Könnte man auch schon sagen, da gibt es das alles schon, dass die anderen nicht reinlassen und eine Grenze bauen und den sozusagen detektieren, dass die nicht zu uns gehören und die versuchen aber trotzdem irgendwie drunter zu kommen und so. Das sind aber auch Anthropomorphisierungen, wenn man sagt, das ist aber Struktur. Ähnlich ist es. Das ist spannend. Struktur. Ja, richtig. Richtig, genau. Ja, also als ich das gesehen habe. Sind wir einer Meinung, genau. Ja, weil ich dieses Slide gebaut habe, habe ich schon gedacht, darf man sowas heute überhaupt zeigen? Ne? Das ist ja, wie du sagst, das ist ja schon fast rassistisch. Ja, genau. Das ist, aber, okay. That's a fact. Ja.
Okay, dann krete ich mal rein kurz in die Redepause von diesem wunderschönen, sag mal, interdisziplinären Ausflug, den wir jetzt erstmal kurz hatten. Wir geben vielleicht nochmal dem einen oder der anderen Zuschauerin die Möglichkeit, noch was zu fragen. Ich habe auf meiner Liste nämlich schon neue Namen stehen, und zwar, ich glaube, das ist der Herr Hossfeld, der gerne was sagen wollte, was fragen wollte. Ja, genau. Und, guten Abend in die Runde. Hallo. Hallo. Und zwar, Herr Wünsches, habe ich an Sie eine Frage. Und zwar, Sie hatten ja ganz zum Anfang der Ringvorlesung gesagt, dass wir auch Fragen stellen könnten in Bezug auf den roten Faden, auf das Fazit Ihrer Vorlesung. Dazu hätte ich eine ganz kleine Frage. Also mir ist aus der Vorlesung bewusst geworden, dass Sie nicht nur auf die, sage ich mal, Täuschung, Lüge in der Natur, wie es zum Beispiel Mimikrie, also wie es bei den Fliegen, sondern Sie wollten allübergreifend auch im Sinne von, dass in der Wissenschaft gelogen, vorgetäuscht wird, um sich gewisse Vorteile zu erschließen, etc. hinausgehen. Also die Frage ist eigentlich ganz simpel, und zwar das Fazit Ihrer Ringvorlesung. War das jetzt im Prinzip, also wollten Sie darstellen, dass wir überall lügen, beziehungsweise dass Lügen allgegenwärtig ist, oder war das jetzt nur gewidmet, da irgendwie darzustellen, dass in der Wissenschaft aus gewissen Gründen oder mit gewissen Vorteilen sich irgendwas erlogen wird? Also ich würde mich freuen, wenn Sie nochmal kurz zusammenfassen könnten, was eigentlich so das große Fazit ist. Es ist mir schon ein bisschen bewusst geworden, jetzt eigentlich schon aus der Diskussion mit Ihnen und Herrn Busse, aber ich frage Sie lieber nochmal direkt. Ja, Sie wollen jetzt, dass ich die drei Fäden miteinander verknüpfe. Ne? Ich hätte es ja sogar fast gemacht. Genau. Genau, und das wollte Herr Stefan Busse ja gerade auch. Ich muss mich übrigens entschuldigen, dass wir da so lange diskutieren. Aber es ist, wir sehen uns so selten jetzt, und es ist immer dann meine Freude, wenn man mal Zeit hat, so miteinander zu schnacken. Und dieses interdisziplinäre Schnacken, das ist ganz wichtig, genau. Gut, also die Quintessenz sozusagen ist eigentlich, dass die, und ich bleibe jetzt mal bei der Täuschung, um da so ein bisschen flexibler zu sein, dass die Täuschung in Lebewesen inhärent im biologischen System drin ist. Und das haben wir ja gerade ein bisschen tiefergehend diskutiert, wenn wir dann beim Menschen es als Lüge bezeichnen, die Täuschung, dass auch die inhärent drin ist. Das heißt, es wird immer Mitmenschen geben, die täuschen. Was ich nicht sagen wollte, ist, dass die Wissenschaft per se Lügner anzieht oder ein warmer Hort für Lügner ist oder dass es dort viele Lügner gibt. Nein, im Gegenteil. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Wissenschaft fantastisch funktioniert. Und wie immer wird über diese tollen Beispiele natürlich nicht gesprochen, sondern ich habe ja jetzt gerade über die Systemfehler quasi gesprochen, wo also Wissenschaftler sich bedrängt fühlen zu lügen, sich Daten auszudenken, um sich damit einen Karrierevorteil zu verschaffen. Ja. Und eine andere Form der Verknüpfung dieser drei Fäden, die ich versucht habe, zumindest die Basis dafür zu legen, und ich glaube, mir war schon bewusst, dass wir das vielleicht auch hier erst klären können, das ist, ich habe diese Genom-Assoziationsstudien gezeigt, genomweiten Assoziationsstudien. Das heißt, wie gehen wir eigentlich mit einem Ergebnis um, wenn wir eine große Studie machen? Wir nehmen jetzt mal keine bipolare Störung, sondern wir nehmen jetzt mal dieses Experiment der Lügner. Das war übrigens mit südkoreanischen Studenten, mit diesem Würfel. Ja, und bauen diese Studie mal richtig solide auf. Und kriegen dann also Genorte heraus, die assoziiert sind mit dem Hang, etwas vorzutäuschen, vorzugaukeln, zu lügen, nämlich, dass ich doch eigentlich eine höhere Würfelzahl ansage, als ich in Wirklichkeit habe. So, jetzt finde ich da also eine Korrelation, eine statistische, signifikante Korrelation. Und dann bin ich in der Lage, in einer Publikation auch zu schreiben, ich habe einen Genlocus gefunden, also einen Ort im Genom, der in Verbindung steht mit Lüge. Das heißt, ich habe also einen diagnostischen Test und kann jetzt per PCR-Test Lügner detektieren. Das ist so ein Themenfeld, das ich nicht beantworten kann, was ich aber aufbringen wollte, dass die Methodik dafür heutzutage da ist, dass diese Daten auch kommen
und kommen werden. Da sind ganz viele Projekte weltweit im Gange, um solche Analysen zu machen. Und das ist eben nochmal, das hat jetzt mal unabhängig von Lügen in der Wissenschaft oder Lügen irgendwo anders, sondern das ist, wie tief greifen wir eigentlich diagnostisch ein, um Erkenntnisse zu gewinnen, und wie gehen wir eigentlich mit dem um? Und darum, das löse ich vielleicht auch auf, warum ich nochmal die Rhinogradienza gezeigt habe, um dem Ganzen auch was Gutes zu geben. Also Lügner sind ja auch wichtig, ne? Weil Lüge bedarf ja auch einer gewissen Fantasie, und eine gewisse Fantasie ist auch wichtig, und man kann sich auch göttlich über irgendwelche Hochstapler amüsieren und auch dann über deren Fall und so weiter. Also ich denke, sie sind auch ein wichtiger Bestandteil eines Systems. Ja. Und die vergangenen paar Millionen und Milliarden Jahre war es so, dass das System diese Lügner immer überstanden hat. Ja. So. Und das war eine kurze Quintessenz. Entschuldigung. Also, die hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. Okay. Super. Dann vielen Dank für diesen Beitrag. Das war auch schon wieder sehr spannend. Ich habe hier noch eine Wortmeldung aus dem Chat von der Frau Braun. Ich würde es mal versuchen, möglichst unholprig vorzulesen. Sie schreibt, also zum Verständnis und zur Zusammenfassung jetzt auch nochmal, ist aus dieser Perspektive die Lüge eine Form der überlebensnotwendigen Adaption, in Klammern des Menschen, wenn diese auch eine genetische Verankerung hat? Ist der Mensch ohne Lüge im System überlebensfähig? Das ist die Frage. Das knüpft jetzt sozusagen genau daran an. Wenn ich jetzt also rausfinde, es gibt eine genetische Veranlagung zur Lüge, ist jetzt die Frage, bedarf es dieser Lüge, bedarf es dieser genetischen Veranlagung für die Evolution? Ich würde die Frage mit Nein beantworten. Und zwar würde ich sie... Ich finde ja diesen Spruch, Lügen haben kurze Beine, der hat ja in der Vorbereitung für diese Vorlesung für mich eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Und ich denke, es sind immer wieder Versuche in dem System, in dem sich Organismen befinden, also eine Population, sie auszutricksen. Also ich denke, das ist das Systemimmanente, dass man irgendwie sieht, ach Mensch, die machen jetzt schon dieses Surfaktin, dann brauche ich ja keins machen, super. Aber dass das immer nicht gewinnt. Ja, das funktioniert eine gewisse Zeit und dann stirbt es sozusagen aus. Und ich glaube, das ist momentan so meine Überzeugung, nach dem, was da jetzt so rausgekommen ist bei meiner Beschäftigung, dass das immer ein Versuch ist, auszubrechen aus dem System, egal ob wir jetzt beim Bacillus sind und dann nennen wir es auch noch nicht Lüge, oder ob wir jetzt im Wissenschaftssystem sind und wir sind bei Wissenschaftlern oder in der Politik oder sonst wo, wird immer irgendwie versucht. Aber es ist eigentlich im Lichte der Evolution, und das ist vielleicht der Hoffnungsschimmer, kein Erfolgsmodell. Okay, super, danke. Das hat es dann damit, würde ich sagen, beantwortet, genau, oder ich hoffe, es hat es beantwortet. Dann können wir gleich zur nächsten Frage. Erstmal danke dafür, genau. Könnte ich zur nächsten Frage kommen im Chat? Da hat die Frau Steiniger eine Frage gestellt, oder eine Frage ist es. Okay, ich lese mal. Laut Evolution sind alle Lebewesen ja aus der einen Zelle entstanden. Wie können wir nun differenzieren, wer ein Bewusstsein hat und wer nicht? Das passiert ja alles wiederum, basiert ja alles wiederum auf dem Wissen und der Forschung. All dieses könnte wiederum doch von anderen Lebewesen als Lüge angesehen werden, oder nicht? Ja, das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann. Ich finde den Gedanken natürlich sehr schön. Und das ist der Gedanke, ist das, was ich sehe, eigentlich real? Ne? Und es ist auch die Frage, hat jetzt, so verstehe ich die Frage, der Regenwurm das Bewusstsein, sich den Menschen anzugucken und zu sagen, ach, guck mal da, was die da schon wieder rumspinnen. Ne? In die Richtung geht es ja, denke ich. Und
Ja, das kann ich, da bin ich ja quasi überfragt, ja. Also ich glaube nicht, also damit sind wir eigentlich wieder da, wo wir vorhin schon mal so waren, wo fängt Bewusstsein an und wo fängt ein Organismus an, sich darüber Gedanken zu machen, worüber sich der Mensch Gedanken macht. Ich hatte ja in meinem Teaser-Video mir gerade Bienen angeguckt. Bienen sind super organisiert, haben mit Sicherheit, also das heißt, ich würde sagen, sie haben kein Bewusstsein, ja, so. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich darüber Gedanken machen, dass ich daneben stehe und irgendwie zugucke. Also das heißt, dass sie nicht zurückgucken in mein System, sondern ich gucke in deren System und mache mir Gedanken. Ich glaube aber nicht, dass sie in unser System gucken. So, und da bin ich mir jetzt aber, wenn ich im Zoo beim Primaten bin, mir nicht so sicher. So, der Versuch einer Antwort. Schreiben Sie gerne nochmal, ob ich Sie da irgendwie missverstanden habe. Ansonsten, dass wir alle aus einer Zelle entstanden sind, möglicherweise waren es auch ein paar mehr Zellen, sehr wahrscheinlich, wie auch immer, meinetwegen war es auch Adam und Eva. Auf jeden Fall hat sich eine Menge getan seitdem, ja, und also eine sehr große Menge differenziert. Und das sozusagen als Anfangsargument zu nehmen, dass wir dann ja alle gleich sind und alle übereinander nachdenken können, das nicht, weil ich kann ja auch keine Photosynthese, ja, obwohl ich mit derselben Urzelle hervorgegangen bin, nach ihrer These, wie die Pflanze. Super, ja, dann danke dafür Nee, gar und ich nicht komme super. Das genau ist auf eine die Stärken. schwierige Frage. Ja, nein, aber das ist doch, da hast du schon, das ist sehr gut eingegrenzt, weil man das eingrenzen kann, genau, das ist eine hochkomplexe Frage, da kann man noch länger drüber philosophieren auf jeden Fall. Ja. Es ist Sein oder Nicht-Sein oder genau, das ist so diese Gretchenfrage irgendwie, so Huhn- oder Ei-Geschichte. Ich Genau. glaube, das werden wir auf längere Sicht nicht beantworten. Aber die Frau Steininger hat sich erstmal gefreut und ihre Frage wurde beantwortet. Also sie ist erstmal glücklich mit deiner Antwort und da sind wir doch schon ein ganzes Stück weiter. Danke, das freut Genau. mich. Jetzt habe ich noch irgendwie die Meldung gekriegt, möchte der Gunther was sagen? Ich glaube, der Ja, Gunther möchte der was Gunther fragen. möchte was fragen. Ja, super. Und zwar, wenn wir gerade bei den Bienen sind, Röppe. Ich hatte in meiner Vorlesung ja von dieser Ablenkungsforschung, von dieser Agnotologie auch was erzählt. Und da würde mich interessieren, also für den Tabakrauch ist das ja mehr oder weniger gesichert, dass die Tabakindustrie sozusagen diese Ablenkungsstudien ins Feld geführt hat. Wie ist denn das beim Bienensterben? Ist das sozusagen jetzt etabliert, dass diese Neonikotinoide sozusagen dafür verantwortlich sind und dass es bei der ganzen Forschung zu den Milben, zu den verschiedenen Viren, zur 5G-Strahlung sich eher um Ablenkungsforschung handelt? Oder ist es sozusagen, also gibt es da noch keinen mehr oder weniger gearteten wissenschaftlichen Konsens? Ja, Konsens kann es nie geben, sonst gibt es ja die Ablenkungsforschung nie. Also von daher, aber gibt es da Genau. sozusagen ein Stimmungsbild? Ja? Ja, auch das ist natürlich eine schwierige Frage und meine Sicht auf ich stecke da jetzt nicht tief in der Diskussion drin, aber was ich sagen kann, was ich hier so aus der Literatur, die mir so begegnet, zur Biodiversität eigentlich am Ende und Bienen begegnet, weil das ist ja tatsächlich auch das, wo wir arbeiten in dem Bereich, ist, dass es mannigfaltig ist. Also sicherlich werden, also die intensive Agrarkultur hat natürlich ihren Beitrag sowohl durch Agrogifte, ja, nenne ich sie jetzt mal ganz populär, aber auch einfach aufgrund ihrer Monokultur, die sie hat, trägt sie dazu bei, dass erstmal Flächen uninteressant geworden sind und das für Bienen ein Vitalitätsproblem ist. Weil das ist etwas, was Forschung gezeigt hat und das haben wir auch in Experimenten mit Göttingen da jetzt letztens bestätigen können. Das war ganz spannend eigentlich, dass Bienen und noch mehr Hummeln und jetzt sind wir gerade auch dabei, wie es bei Wildbienen ist, dass die eine gewisse Diversität im Angebot brauchen. Und brauche ich jetzt sozusagen erstmal gar nicht mich in die Politik rein zu begeben und in den umstrittenen Bereich, ob da jetzt irgendein Gift wirkt oder nicht wirkt, sondern allein
aufgrund der Tatsache, dass wir weniger Biodiversität haben, aus vielen Gründen, Versiegelung von Flächen, Monokultisierung von Flächen, Wäldern und so weiter. Deswegen geht es vielen Organismen, vielen Insekten und viele Insekten, also die Bienen, ich meine, die Insekten sind das größte Phylum, das wir haben, also da gibt es am meisten Vielfalt. Insofern sind die Bienen sind ja todlangweilig. Also gerade die Honigbiene ist ja todlangweilig. Das ist eine Art, ja, die uns da die Honiggläser füllt. Also biologisch gesehen todlangweilig. Und dass die natürlich schnell angegriffen werden kann und leidet, wenn Biodiversität in ihrer Umgebung nicht mehr vorhanden ist und sie also nicht mehr nur Raps- und Erdbeernektar saugen kann und Pollen einsammeln kann. Also nur noch das und nicht auch noch irgendwie was vom Buschwindröschen und noch irgendwie was vom Winterling und noch ein bisschen hier und noch ein bisschen da. Das für sich ist schon ein Problem für die Vitalität eines Bienenstaates und auch der solitären Bienen, der Wildbienen. Ja. Und insofern, und du fragst aber natürlich jetzt in die Richtung, ob das eine Ablenkungs... Wer meinst du denn, lenkt jetzt ab? Also vielleicht jetzt, dass ich jetzt ablenke. Du lenkst jetzt gerade von meiner Frage ab. Genau. Spaß. Nee, aber also sozusagen im in dieser Doku, also kann ich dir immer den Link schicken, ich glaube, die gibt es noch bei Arte, hat Stefan mir geschickt. Also ging es eben darum. Die Tabak-Doku. Oder genau, also da wurde erstmal über Tabak geredet und dann, also da ist es mehr oder weniger bewiesen, dass die Tabakindustrie eben... Die habe ich gesehen, die Doku, also die kenne ich. Industrie, ja. Ja. Und da ging es ja dann nochmal drum, dass das eben für die Honigbiene mehr oder weniger auch gesichert ist, dass es eben diese Milben nicht waren und die Viren das nicht waren und die 5G-Strahlung das nicht gewesen sein kann, aber dass eben industrieseitig Haufen Kohle reingesteckt wird, dass eben diese Forschung betrieben wird und zu 5G und zu den Milben und so weiter und so fort, um eventuell von diesen Pestiziden da abzulenken. Ja, okay. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass das da war, aber es ist auch schon länger her, dass ich das gesehen habe. Da muss ich eingeschlafen sein. Da muss ich mir nochmal angucken, okay. Mit den Bienen. Das ist ja spannend. Alles klar. Okay. Trotzdem danke dir. Okay, dann nochmal danke für den Exkurs zu den Insekten. Das sind ja auch ein bisschen meine Freunde. Gut, da geht das aus anderen Projekten. Das finde ich natürlich schön, dass das nochmal diskutiert wurde. Wir haben aber auch noch eine letzte Frage, die ich annehmen würde von der Anna. Geht es nochmal ums Lügen? Also wenn die Fähigkeit zu, also sie fragt, wenn die Fähigkeit zu lügen wirklich genetisch verankert ist, könnte man ohne diese Verankerung noch lügen, beziehungsweise hat das Lügen nicht eher einen sozialen Hintergrund? Ja, natürlich. Lügen hat definitiv einen sozialen Hintergrund bei Menschen. Lügen schafft Harmonie und in bestimmten Situationen. Und da macht es dann auch Sinn und ist auch gut. Ja. Insofern denke ich schon, dass Lüge auch was Wichtiges irgendwie ist. Und jetzt mit der genetischen Verankerung, was das Spannende ist, das habe ich ganz kurz angedeutet und ich will es jetzt doch nochmal aufreißen. Ich habe diese Plots gezeigt, wo man ganz viele Genorte sich anguckt und dann so einen Strich zieht und alles, was da drüber sind, die Punkte, die sind signifikant und hängen mit irgendwas in Verbindung, nämlich mit dem Merkmal, was ich mir angucke. Nehmen wir mal das Merkmal Lüge und nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen guten Test dafür, Lüge zu detektieren und finden jetzt Genlozi, also Orte in unserem Erbgut, die damit korrelieren, sodass ich das detektieren kann. Dann habe ich gesagt, weil mich das gerade sehr umtreibt, ist es gerade ein gigantischer Wandel im Denken, der stattfindet in der Genetik, wie komplex eigentlich Merkmale kodiert sind im Erbgut. Und wir Menschen neigen ja immer dazu, simpel zu denken. Und das hilft ja auch immer erstmal, um zu einem Modell zu kommen, das ich dann testen kann, zu einer Hypothese. Und ich hatte das Beispiel Mendel. Er hat einen sehr simplen Fall sich angeguckt von einem Organismus, der sich selbst befruchtet, der reinerbig ist, mit Merkmalen, die auf ein Gen kodiert sind. Man kennt mittlerweile auch die Gene, welche das sind und so. Das ist aber ein totaler Spezialfall. Und aktuelle Forschung
zeigt, dass fast alle Traits, möglicherweise alle, von allen Genen kodiert sind. Wenn nicht direkt, dann indirekt. Und das nennt sich das sogenannte omnigenetische Modell, ist das, ja. Können Sie mal nachgoogeln, das ist gerade Hot Topic. Das bedeutet in Bezug auf die Lüge und die genetische Kodierung, dass wenn ich signifikante Genorte finde, dann spielen die eine Rolle nach meinem statistischen Modell, das ich verwende für die Analyse der Daten. Aber all die anderen spielen auch eine Rolle, die nach statistischem Modell nicht signifikant sind. So, das bedeutet, dass ich ganz vorsichtig sein muss, wenn ich jetzt sage, der hat das Allel und ist deswegen ein Lügner, dann heißt das noch lange nicht, dass es dann, dass er tatsächlich auch lügt, ne, nur weil er die Veranlagung hat. Also das ist so das ganz Schwierige in der Biologie, dass es ja zu allem Ausnahmen gibt. Ne? Das eigentlich, das ist ja immer mein Standardspruch auch den Studenten gegenüber, es gibt zu allem Ausnahmen und man muss mit diesen Signifikanzen eben auch ganz vorsichtig sein. Unabhängig davon bleibe ich aber dabei, was ich am Anfang gesagt habe, was, glaube ich, dann auch ein wichtiger Teil war Ihrer Frage. Und ja, sozial gesehen ist eine Lüge natürlich was ganz Nettes und Hilfreiches auch manchmal. Ne? Ist immer die Frage dann, wie schwerwiegend ist die Lüge und wie sind die Folgezeiträume, was resultiert dann daraus? Ja, geht es jetzt nur darum, so, ja, ich habe den Müll runtergebracht, habe ich aber nicht und bringe ihn dann jetzt schnell runter? Das ist eine kurze Wirkungszeit. Ne? Wenn ich Daten publiziere, die Bullshit sind, dann kann das eine sehr lange Wirkungszeit haben und auch einen ganz anderen Wirkungsgrad oder wenn die Kanzlerin irgendwie was sagt. Ne? Vielleicht, ich würde gerne noch was ergänzen wollen. Ich glaube, gerne. Vielleicht macht es Sinn, nochmal zu unterscheiden auf die Frage von der ich habe den Namen jetzt vergessen. Anna, ist ja, glaube ich. Ja, Anna. Erstmal die Frage, ob sozusagen es im Gattungsprogramm des Menschen die Fähigkeit zur Lüge genetisch fixiert ist. Da könnte man sagen, im Prinzip ja, sie hat ja auch so gefragt, die Fähigkeit. Also wir können alle lügen. So. Die andere Frage, okay. Aber was ist mit notorischen Lügnern? Also im Sinne von, gibt es interindividuelle Differenzen, im Sinne von, dass die einen mehr dazu neigen zu lügen als die anderen? Kann man das genetisch rekonstruieren oder vielleicht sogar epigenetisch? Das wäre nochmal spannend. Also im Sinne, dort, wo viel gelogen wird in den Familien, wird weiter viel gelogen, weil sich das epigenetisch sozusagen weiter transportiert. Das ist aber eine andere Frage. Und dass natürlich Lüge eine sinnvolle Sozialtechnik ist, du hast das ja angedeutet, also sozusagen auch ein Befriedungsinstrument, zum Beispiel die sogenannte Notlüge, ist auch moralisch positiv sanktioniert. Es macht sozusagen auch Sinn, sozusagen die nicht egoistische Lüge, sondern die Notlüge, die ein sozial ganz wichtiger Bindungskit ist. Sonst würde uns ganz viel um die Ohren fliegen. Ne? Also das ist sozusagen für das Überleben sozusagen des sozialer Systeme, Gemeinschaften und Gesellschaften, ist es total wichtig, dass Menschen die Fähigkeit haben zu lügen. Aber sie haben immer die Entscheidung, auch nicht zu lügen. Ja. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ne? Aber spannend wäre nochmal im Sinne von Pathologien oder so zu gucken, ob es da irgendwelche Hinweise gibt, dass gibt ja eindeutige, sage ich mal, auch pathologische Syndrome, das Münchhausen-Syndrom sozusagen, dass es also so Individualpathologien gibt, dass Menschen halt notorisch lügen. Ja. Aber die Frage, dass das natürlich auch mit Sozialisation zu tun hat, dass sie das machen. So, wenn Professor Wünsch jetzt nicht noch irgendwas dazu sagen möchte, dann würde ich jetzt mal sagen, die Zeit ist rum und ich schade. Schade, ja. Ja, und man merkt, dass wir uns alle lange nicht gesehen haben und dass das ganz wichtig sein wird, dass wir uns demnächst mal wiedersehen, denke ich. Ja, ungelogen, ne? Das ist die absolute Wahrheit, die wir jetzt daraus ziehen können. Wir müssen live interagieren für den passenden Austausch. Ja, also erstmal bedanke ich mich jetzt erstmal beim Professor Wünschies. Für den erhellenden Vortrag, für die absolut spannende Diskussion, die hat nochmal einen guten Bogen gespannt zwischen Evolution, Biologie, Forschung im Allgemeinen, Forschungsverhalten und sogar am Ende so ein bisschen Technikfolgenabschätzung der Lüge, also Verweildauern von Lügen noch angesprochen hat. Das finde ich ganz besonders, weil das so mein Gebiet ist. Genau, deswegen vielen herzlichen Dank dir, Röbbe.
Und auch danke den Leuten im Chat und die sich hier mit einer Wortmeldung beteiligt haben. Genau, dann auch nochmal Dank an die Technik, die großartige Arbeit hier geleistet hat. Und natürlich an das ganze Team vom Studium Generale, die uns hier im Hintergrund und im Vordergrund im Chat und Co. noch mit unterstützt haben. Damit bleibt mir auch nur noch quasi auf unsere nächste Veranstaltung hinzuweisen. Die ist am 26.05. und wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Und dort wird Frau Professor Dr. Anke Langner von der TU Dresden über inklusive schulische Bildung sprechen. Also schalten Sie wieder ein. Und bevor ich jetzt wieder eine Rüge aus der Regie kriege, bitte denken Sie auch an unsere Umfrage. Wir würden uns freuen, Ihre Meinung zur Regelvorlesung zu hören. Okay, damit vielen herzlichen Dank. Haben Sie einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Tschüss.